Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Ich weiß noch nicht, wie wir das Theater hier hinstellen. Kriegen wir hin. Ich überlege, das hier abzureißen, aber das möchte ich eigentlich nicht abreißen. Aber ich muss doch hier irgendwie... Wait. Oh, ich habe es verstanden, wie es... Oh mein Gott. Irrigation Ditch. Ah, okay. Homeless Guys. Okay, wieso sind Leute homeless? Ist es wirklich schon wieder so weit, dass wir zu wenig Häuser haben? So funktioniert es. Okay, Melon Seeds. Sehr gut. Fashionable Clothes. Okay. Okay, dafür brauchen wir Dings. Konglomerat. Mache ich jetzt einfach mal. Ja, ich bin ja gerade dabei. Dann machen wir da mal Melons. So, wir sollten das erst freischalten, ne? Melon. Melon. Melonen. Melonen, Melonen. Gratis Melonen. Frisch vom Markt. Ah, Resource Outpost. Okay, nehme ich mit, da wir einen bauen können. Melonen. Ich glaube, hier war noch, ja, hier war noch Melonen. Könnt ihr natürlich auch Cotton anbauen, aber... Nö. Nö. Okay, wir machen ganz kurz den Resource Outpost in eine Cannabis-Region irgendwo hierher. Da haben wir hier... Ah, hier haben wir noch keinen. Kriegen wir da einen hin? Jo. Okay, let's go. Ja, und jetzt verlassen uns die Leute schon wieder, weil sie wahrscheinlich irgendwas nicht haben. Luxury Tier 2. Okay. Vielleicht muss ich noch mehr Glaswaren machen, vielleicht. Oder Kleidung oder sowas. Ich bin mir nicht sicher gerade. Downgrade. Das ist nicht so geil. So, jetzt. Okay, da das hier jetzt gedowngraded ist. Demolish ich das erstmal. Ich muss den ganzen Bereich hier demolischen, ne? Theater. Um möglichst viele dahin zu kriegen, muss ich das hier drüben bauen, ne? So, 3 breit. Oh, cool, wir haben den eingenommen. Ist 3-4 breit, okay. Machen wir das doch so. Ja, chillt mal. Ich muss da mal umbauen. Entspannt euch. So, ihr könnt da schon mal 2 neue Häuser bauen. Da müssen auf jeden Fall wieder Häuser hin. Sonst lohnt sich das Ganze nicht. Alles useless. Ja, ist ja okay. Kann ich die Nachrichten eigentlich abschalten? Das nervt gerade ein bisschen. So. Ich hätte ganz, ganz bei Center. Ach so. Muss die Fregatten wieder nach oben packen. Alle einzeln. So, Spionagecenter. Irgendwo hier. Hier drüben vielleicht. Ich habe echt nicht mehr so viel Platz. Oh, ich muss das jedes Mal neu leveln.
Hä, wir haben davon zwei. Wo haben wir noch ein Spice Center? Wait, hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo habe ich noch ein Spice Center? Egal. Level ist mal. Ich kann es halt basically wirklich hochleveln. Chill. Deep Ocean. Ich würde immer noch ganz gern hier bauen, aber es geht, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen eine neue Siedlung dafür machen. Ja, habe ich nicht. Okay. Nein, langsamer, chill mal. Das ist anders hinstellen. Ich krieg das hier von der Breite nicht nebeneinander, ne? So. Wir haben vier übrig. Okay, das geht. Das geht, aber es ist halt semi-effizient. Ganz schön viele Felder sind. Ich muss das hier drüben hin. Und das Theater auf die Seite vielleicht. Ja, das ist nur ein Hausunterschied hier, aber da einen deutlichen. Und mir ist wichtiger, dass ich die Dings mitkrieg. Aber es wird sich auch da mehr lohnen. Aber ich glaube, ich gehe lieber für die Forschungspunkte. Weil hier würde ich die nicht mehr kriegen. Na, nee, dann gehe ich lieber für die Forschungspunkte hier drüben. Das Income ist nicht ganz so wichtig. So. Warum baut ihr da eigentlich Drecks? Ich habe das gleich gerade eben platziert. Das sollen Steindinger hin. Jetzt haben die da Dings. Warum haben die da Dingswege draus gemacht? Ich habe da gerade Steinweg gesagt. Leute, chillt mal. Ihr könnt da nachher bei dabei nicht mehr durchlaufen. Das ist euch schon klar. Taverne. Ja, die ist halt leider. Das Lagerhaus ist da halt auch beschissen. Ja, mach ich's halt so. Bisschen kacke, aber was soll's. Ist halt vor allem super ineffizient. Das ist halt super ineffizient mit der Taverne so rum. Ja, ich muss es so rum machen. Damit ich hier wenigstens noch Häuser hinkrieg. Sonst wird es richtig ineffizient. Kann auch ein Haus hin, I guess. Ja, und daneben bauen wir halt Büsche. Ich würde es ganz gern ziehen mit den Büschen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube ja. Oh Gott. Upgrades. Und genau das möchte ich jetzt. Winesnob wäre auch nicht ganz gut für Bling Bling. Das
Sollten wir wahrscheinlich auch machen. Was ich aber dann gleich erstmal noch ausprobieren muss, ist dieser Wasserkanal. Den möchte ich diese Folge auf jeden Fall noch ausprobieren. Nachdem ich jetzt zwei Folgen nicht... Ende der letzten Folge habe ich, glaube gecheckt, wie es funktioniert. Ich bilde mal die Häuser. Nur die Häuser. Damit ich die alle upgraden kann. Die hier sind nicht so schlimm. So. Konglomerat. Das Auto macht. Was machen die dann da draus? 50 Bilder. 52 Laboren, 8 Bilder, ne. Hast du. Ich bin damit eigentlich ganz happy. Die kann ich mal da reinpacken. Ja, brauche ich nicht. Ja, okay, ich habe ein bisschen Science Points gerade verloren, aber ist okay. Damit könnte ich eigentlich noch mal eins bauen. Irgendwo ganz weit weg. Hier. Haarstein. Da haben wir noch keins gebaut. Ja, da haben wir, glaube ich, noch keins gehabt. Okay, so langsam das Game wir das Research Lab haben, geht es vielleicht ein bisschen schneller. Können wir nämlich Holz benutzen, um Dings zu machen. Wir haben, by the way, immer noch genug Medizinzeit mit dem einen Feld nur. Das ist crazy. Wir brauchen es halt eigentlich nicht traden, ich mache es nur, damit unser Inventar leerer wird. Das tradet sowieso automatisch. Okay, jetzt wird uns das wird auch gleich wieder fertig. Sollten wir davon eins abreißen? Ich weiß nicht, aber wir haben so viele Tailors hier, ich lasse es erstmal. Okay, Taylor sind auch so zufrieden. Finde ich gut. Wir können uns das Budget von denen ruhig mal erhöhen. Das da auch. Da geht's nicht. Da geht's leider auch nicht. Da auch nicht. Da geht's aber. Geil. Gemstones, Stone Tools, Alter. Ist das überhaupt noch jemand produziert? Oh, geil, Melonen. Ich find's geil, guck mal, wenn die Melone aufnimmt, ist nicht mehr so groß, wie wenn die gewachsen sind. Aber ey, geil. Oh, jetzt so ein Stück Wassermelone. Das wäre geil. Ja, das wäre geil. Okay, Bank ist fertig. Bibliothek wird fertig. Theater wird hoffentlich auch bald fertig. Wieder das mal ein bisschen. Ist einfach nicht mehr. Oh, warte mal. Geil. Wodka-Destillerien können wir eigentlich auch mal so machen. Taylor habe ich doch eigentlich gedacht, habe ich bei allen jetzt gemacht. Furniture Workshop mal auch hoch. Wir können uns das leisten, also. Wahrscheinlich können wir diese kleinen Papermaker nachher irgendwann abreißen und den großen hinsetzen. Okay, Job Actor. Ja, das ist sehr gut.
Unsere Happiness geht hoch, dadurch, dass wir das alles ein bisschen boosten. Ah, viel, so viel Tier 3. Halt nichts Tier 1, ne? Jetzt soll ich Tier 1 Sachen mal ein bisschen kaufen. Vielleicht sollte ich auch noch einen Port, Trading Port oder sowas bauen irgendwo. Irgendwo hier am Rand oder so. Einfach damit wir mehr Dings haben. Das ist, hoffentlich bringt die jetzt was. Okay, bis dahin ist es im Range. Das ist schon mal gut. Ist immer noch useless. Glaube ich zumindest. Okay. Wir könnten vielleicht noch ein Juwelier hier hinsetzen, aber... Ja, wahrscheinlich sind die alle happy da, weil... Ja, Goldsmelter, Glassworks. Hier stehen die Goldbahnen einfach so rum. Die Goldbahnen stehen einfach außen rum. Warum auch nicht? geil. Kann ich den Weg hier eigentlich abreißen? Oder ist das der Eingang? Ich kann da nichts bauen. Warum kann ich denn da nichts bauen? So, ich kann die Sandminen nur da nicht bauen. Oh Gott. Das wird nervig. Ich glaube, ich muss den Fischer dafür abreißen. Kann ich leben, wenn die Sandmine dann da hier hingeht. Der Fischer wahrscheinlich gar nirgends mehr hier jetzt, ne? Nee. Also ich würde das Lagerhaus vielleicht wegreißen, aber... Na gut, damit kann ich leben. Okay, Homeless kann ich gerade echt nichts tun gegen. Glaube ich, weil, ganz ehrlich. Okay, hier bis dahin kann ich zuklatschen, dass es das äußerste Gebäude ist, das ich noch mache. Damit wir hier den Forester immer am Arbeiten haben. Für die Papermill und sowas. Und hier ist es. Ah, hier ist es eigentlich ziemlich sinnlos, die Paper. Der Papermaker hier ist ziemlich sinnlos, den sollten wir eigentlich irgendwo hier oben hinsetzen. Was geil ist, wir können jetzt mal ausprobieren, wie die... Ne, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, haut rein. Ciao.